Hallo und herzlich willkommen beim Magischer Mittwoch, Episode 334 vom 1.7.2020. Heute gehe ich darauf ein, was zuletzt alles bei mir passiert ist, Aufregendes, was ich geplant habe, wie ich das alles umsetzen möchte an Spielberichten, an Tutorials, an anderem Content und so weiter und so weiter und so weiter. Dann gehe ich auf einen Beitrag ein vom Lord Xarxox im tabletopwelt.de Forum zu der Toxizität und dem GW-Bashing. Da stelle ich nochmal etwas klar, was meine Haltung angeht. Und dann zum Ende hin geht es noch um so Sachen wie Community-Projekte, Turnier, narrative Events und so weiter. Wenn ihr Bock auf den Content habt, würde ich sagen, bleibt dabei. Gebt den, wenn es euch gefällt. Gebt ein Dislike, wenn es euch nicht gefällt. Schreibt dann aber in die Kommentarsektion, was euch nicht gefällt. Und ein das Spielsystem mag ich nicht, ist kein guter Beitrag dazu. Dann solltet ihr schon darauf eingehen, ja, da hast du vielleicht falsch ausgeleuchtet. Die Thematik, da denke ich, hast du eine komische Meinung oder. Without further ado, sagt der Angelsachse, würde ich sagen, das Video beginnt, wie gewohnt, direkt nach dem Intro. Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen hier am Maltisch. Mit mir, Dizzy Finger. Es ist natürlich wieder sehr schön, dass ihr eingeschaltet habt. Danke an dieser Stelle dafür. Ihr seid sicher schon drauf aus, was ist denn beim Dizzy passiert letzte Zeit? Ja? Denn das sind ja immer so diese Fragen, die mir hin und wieder auch gestellt werden über die diversen Medien. Und da dachte ich mal, wie immer, oder wie fast immer, rede ich mal ein bisschen darüber. Die letzten Tage waren bei mir geprägt von Hobby als auch viel, viel anderem Kram. Im Hobby habe ich mich ein bisschen damit befasst, das Wappen der 5th Albion Paratroopers mal sozusagen als Konzept zusammenzubasteln am Computer und das dann nochmal zu veröffentlichen. Kam bei einigen gut an, andere fanden Elemente schlecht. Da kann ich nur sagen, ja, aber ist auch meine Truppe, letztendlich muss ich das entscheiden. Dann habe ich am vergangenen Samstag ja einen Livestream gemacht morgens. Vormittags, morgens, je nachdem wie man es nennen möchte. Und da hatten wir dann relativ spontan den Cole D. Winter noch in der letzten Stunde dabei. Im Voice über den Discord-Server. Und ich muss sagen, das hat mir auch relativ gut gefallen. War ein bisschen chaotisch, deshalb sage ich bewusst relativ. War ein bisschen chaotisch, weil es war vorher nicht abgesprochen. Das war so, ja, pf, wenn du Bock hast, komm doch einfach dazu. Dann, ne? Und dementsprechend hatten wir auch vorher nicht irgendwelche Themen abgesprochen oder uns irgendwie auf ein Verhaltenscode oder sowas geeinigt. Was ich sonst zum Beispiel vorher mit dem Stormwind Wolf gemacht habe, von wegen, ja, pass auf, ich mache mal die Anmoderation und dann erwähne ich dich irgendwann und dann darfst du dich vorstellen, bis dahin bitte erstmal ruhig und sowas. Aber es ist natürlich auch ein Feld, das ich für mich entdecke, mit euch gemeinsam solche Sachen aufziehen, was auch in Zukunft etwas mehr in den Fokus rücken soll, da, wie ich schon öfter gesagt habe, auf jeden Fall der Community-Aspekt hier viel, viel mehr in den Vordergrund soll. Denn ich bin ja nur einer von vielen, der dieses Hobby betreibt. Und da möchte ich euch auf jeden Fall auch ein bisschen mehr sozusagen in den Fokus rücken. Danach trete ich mal eben gegen die Kamera. Ich hoffe, es ist nicht zu sehr verschoben. Nee, geht. Und ich hoffe, ihr habt kein Motion Sickness bekommen. Danach war dann das Wochenende geprägt von einem Besuch bei meinen Eltern, von meinem Besuch bei Silent und der Pink Flausche Skavenroos, beziehungsweise Fluffy Peach, wenn ihr sie aus dem Discord-Server kennt. Die sind nämlich jetzt auch
umgezogen nach Dortmund. Da habe ich auch ein bisschen was geholfen, noch im Laufe der letzten Woche. Und dementsprechend ging da einiges an Zeit drauf. Am vergangenen Montag habe ich nochmal meinen Händler des Vertrauens aufgesucht. Wollte eigentlich nur zwei Farben nachkaufen, ging dann mit Modellen wieder raus. Das ist das Übliche. Allerdings in dem Falle gezielt Modelle, die ich noch brauche oder haben möchte für das ganze Apocalyptic Empire. Denn meine Freiklinge, mein Knight Perceptor, soll ja auch zwei Knappen mitbekommen. Und das werden dann zwei Knight Halberins, die dann auch dementsprechend regelwerkmäßig so in der 8. Edition wohl von ihm einen Buff bekommen. Und dann habe ich da auch wieder ein komplettes Detachment. Wer sich jetzt in 40k nicht auskennt, jeder dieser Knights, egal ob groß oder kleinerer Knight, zählt als Lord of War für die Organisationseinheit. Und drei Lords of War ist ein super heavy Detachment. Dementsprechend habe ich dann da auch wieder eine komplette Formation zusammen, die ich dann auch in Apocalypse, also beziehungsweise mit den Regeln von Apocalypse 40k problemlos spielen kann. Und ja, dann ist da auch wieder eine Organisationseinheit fertig. Dann muss ich mir hinterher nur noch einen fancy Namen für den Ritter aussuchen. Ich überlege, ob ich den als Knight Preceptor immer spielen möchte oder ob ich den auch so zusammenbaue, dass er im Prinzip das ausmodulierte Cockpit bekommt, dass ich ihn mal auch als Canis Rex spielen kann. Also vom Chassis. Knight Preceptor ist im Prinzip Canis Rex dasselbe. Nur der bekommt nochmal ein anderes Profil. Ich bin mir gerade im Moment gar nicht sicher, ob er auch den Armigers den Bonus gibt, wie der Knight Preceptor selbst. Auf jeden Fall ist es bei Canis Rex ja so, dass er, wenn er zerstört wird, die Chance hat, dass sein Pilot aussteigt und der dann quasi den Abschuss verhindert, sozusagen. Also es gibt keinen Killpoint für den Gegner dadurch. Und wenn jetzt dieser Canis Rex der Warlord wäre, also der quasi Helden-Knight, der die Truppe anführt, dann gäbe es auch keinen Slay the Warlord, wenn der Pilot aussteigt. Der zählt als Charakter, hat wenig Lebenspunkte, kann dann auch nicht direkt anvisiert werden vom Gegner und so weiter und so fort. Ist in der 8. ganz cool. Für die kommende Edition muss man mal gucken, wie sich das dann ergibt, was dann dafür strategische Möglichkeiten sind. Aber die Idee ist eigentlich nicht unbedingt den namhaften Knight unbedingt immer zu haben, sondern auch gerne mal den normalen Knight Preceptor, der dann von zwei Knappen begleitet wird, die dann entsprechend in einem gleichen Farbschema bemalt sind. Da habe ich auch schon was im Kopf. Aber wie das immer so ist, möchte ich natürlich dazu noch nichts sagen, bis ich auch wirklich dabei bin. Vielleicht ändert sich meine Meinung auch noch und ich male die Modelle dann auch letztendlich anders an. Jawohl. Anmalen von Modellen. Da habe ich zuletzt ja an den Valkyries gearbeitet. Das ist ein bisschen ins Stocken gekommen, weil ich erst noch die Lightning Fighter für Aeronautica Imperialis zwischenschieben wollte, auch mit dem verbundenen Tutorial. Das habe ich jetzt am Zeitpunkt der Aufnahme fertig abgedreht und schon geschnitten, soweit, mit diesen Overlays, was für Farben da gerade genutzt wurden. Und das müsste ich dann nur noch übervertonen. Wenn alles gut läuft, gibt es das schon verfügbar auf meinem Channel, wenn dieses Video hier online kommt, wenn nicht, in Kürze. Wollt ihr also Flieger sehen oder beziehungsweise generell, wie man ein sehr blasses Seetarn, würde ich dazu fast sagen, bearbeiten möchte, bei dem auch eine Airbrush notwendig werden könnte, dann schaut euch gerne das Tutorial an. Ich glaube, das ist ganz okay geworden. Letztendlich müsst ihr das natürlich beurteilen. Was ist sonst noch passiert in der letzten Zeit? Tatsächlich gar nicht viel.
Es ist relativ unspektakulär gewesen. Ich habe mir aber einiges vorgenommen jetzt für die Zeit. Zum einen dieses Tutorial fertig machen. Dann Vorbereitung für kommende Spiele und vielleicht auch Spielberichte. Vorbereitung 1 seht ihr zum Beispiel gerade hier. Das ist die 10th Illyrian Guard. Oder beziehungsweise eine mittelschwere Lanze der 10th Illyrian Guard, die ich dann für Battletech nutze. Das muss auch langsam vorangetrieben werden. Dann werden andere Modelle fertig gemacht, die ich für Spielberichte nutzen kann. Mein Drucker hat mir, habe ich auch schon im Discord-Server mal gezeigt, hat mir ein neues Bild gezeigt, wo er gerade ist. Und da geht es nämlich jetzt daran, die Kreuzer für mein hochskaliertes Battlefleet Gothic zu drucken. Die sind jetzt in Arbeit, das heißt, da kann ich vielleicht auch bald loslegen, weil wir haben uns nämlich nach dem Stream mit, oh Gott, das war Storm and Wolf, meine ich, nach dem Stream haben wir uns nämlich auch schon über die Schlachtschiff-Varianten unterhalten. Das heißt, das ist auch alles noch im Rahmen der Möglichkeit, auch für ihn das zu drucken, auch wenn das Ding natürlich riesengroß wird. Und ja, so geht es dann langsam voran, dass ich mich vorbereite auf die kommenden Spiele. Wozu zum Beispiel auch ein Adeptus Titanicus Spiel gehört, was im besten Fall als Spielbericht auch euch präsentiert werden kann, mit dem Tobi vom Spielwarenladen Fificus, die ja auch eine kleine Miniature Wargaming Abteilung haben, aus Münster, der würde dann vorbeikommen, mal einen Spielbericht mit mir zu machen. Oder ich fahre hin, müssen wir mal gucken. Ja, auf jeden Fall, das ist eine Sache, das ist als nächstes dran. Heute Aufnahmetag, wenn das Ganze hier weggearbeitet ist, dann fahre ich selbst zum Jonas mit inaktivem Foren-Account. Wir werden zum einen so Sachen machen, so zusammen was kochen, und wir werden wahrscheinlich auch ein paar Switch-Spiele zocken, weil wir sind beide auch ein bisschen Gamer. Und auf jeden Fall ist auch noch dran, dass wir nochmal Underworlds spielen. Da möchte ich mich nämlich darauf vorbereiten. Ich möchte euch das nämlich in naher Zukunft, weiß ich nicht, also in Zukunft auf jeden Fall, gerne auch mal mit dem Jonas gemeinsam präsentieren. Hier auf dem Channel. Dass solche Sachen dann auch in den Fokus gerückt werden, ein wenig mehr. Und ja, dann hoffe ich, dass es alles so klappt, wie ich mir das vorstelle und wie ich mir das wünsche. Und wir bald an die Produktion von neuem Videomaterial rangehen können. Was Großes sonst noch passiert ist, abseits von wirklich Tabletop- bzw. Miniature Wargaming Hobby, ist die Anschaffung eines neuen Monitors. Ja, habe ich auch in den diversen Quellen, wo ihr mich da finden könnt. Übrigens, Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung so rum. Zum Discord-Server zum Beispiel, wo ich auch immer mal solche Updates bringe, oder ins tabletopwelt.de Forum. Es gab nämlich einen neuen Bildschirm. Zuvor hatte ich einen ganz normalen LCD 17 Zoll Monitor, den ich damals mal von meinem Dad übernommen hatte, als mein ähnlich großer Monitor abgeraucht ist. Da hatte er sich gerade zu der Zeit einen komplett neuen Computer gekauft, also Mac in dem Falle, und auch mit neuen Bildschirmen etc. etc. Da hat er den über, so habe ich übernommen. Das Ding hat mich halt lange begleitet. Ich habe mir jetzt allerdings gedacht, nee, das kann so nicht weitergehen, so ein kleines Teil. Habe mir dann jetzt mal ein paar Angebote eingeholt und mir diesen 32 Zoll Curved Monitor von Acer besorgt, gekauft, und ich bin immer noch entsetzt, was die Technik heutzutage kann, bin aber auch begeistert, was sie kann. Ja. Es war zunächst erstmal ein wenig überfordernd für mich, diese sehr hohe Auflösung, die dieser Monitor bewältigen kann, was ja natürlich auch heißt, dass alles ein bisschen kleiner wirkt auf dem Bildschirm, dementsprechend mehr Fenster aufgemacht werden können, simultan, gleichzeitig nebeneinander. Hat aber zur Folge, dass zum Beispiel der letzte Livestream
sehr, sehr viel komfortabler für mich war, weil ich direkt alle Fenster nebeneinander auf hatte und nicht irgendwie komisch übereinander die Fenster legen musste. Und wenn ich dann an eins ran bin, musste ich das erst wieder in den Vordergrund ziehen und sowas. Also das fiel jetzt alles weg. Sehr gut zum Handhaben des Ganzen. Ich habe mir auch mal einige meiner wenigen Spiele, die ich auf dem Computer habe, mal nochmal angeguckt mit diesem neuen Bildschirm und der entsprechend größeren Auflösung und sage, es war eine gute Anschaffung. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich ja zum Beispiel mal Let's Plays gemacht habe. Mountain Blade Bannerlord, also zwei Bannerlord, weiter Let's Playen, weiß ich nicht, ob das so spannend ist wirklich, weil das ist ja so ein fast endloses Spiel. Was aber ich gerne nochmal fertig machen würde, wäre zum Beispiel das Let's Play von They Are a Billion. Das war so mit eins meiner ersten Spiele, was ich damals gemacht habe. Beziehungsweise die erste Partie in dem Spiel, die ich gemacht habe. Und jetzt nach ein bisschen Zeit, die ich damit verbracht habe, könnte ich mir vorstellen, dass ich einige Sachen anders handle. Deshalb vielleicht setze ich mich in den nächsten Tagen mal ran und mache dazu was. Genauso wie ich Adeptus Titanicus Dominus, dieses Computerspiel, was mit freundlicher Genehmigung von Games Workshop, glaube ich, produziert wird von einem kleinen Entwicklerteam. Das habe ich mir jetzt auch nochmal angeguckt. Weiß ich jetzt nicht, ob das an einem Update liegt oder am neuen Monitor, aber die Model der Titanen sind so krass viel besser. Da ist zum Beispiel aktuell auch der Fokus drauf gelegt worden, dass man bei Titanen Teile der Panzerung ändern kann optisch. Aktuell ist da nur die Möglichkeit beim Warlord-Titanen. Da ist er schon implementiert. Da kann zum Beispiel der Kopf zwischen Mars und Lucius Pattern gewechselt werden. Es kann Schienbeinpanzer und Schulterpanzer jeweils separat rechts und links verändert werden, was dort für eine optische Darstellung drauf ist. Gefällt mir sehr gut. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob es an der höheren Auflösung liegt jetzt oder generell an dem Update. Auch leichte Spiegelungseffekte auf der oder Lichteffekte auf der Panzerung. Waffeneffekte sahen besser aus als zuvor. Auch das werde ich vielleicht nochmal machen als kleines Match. Oder wenn ihr sagt, boah, pass auf, Desi, ich habe dein Video gesehen, ich bin auch auf dem Discord. Ich bin zufällig auch dabei, also habe dieses Spiel auch mir mal runtergeladen. Dann könnte ich mir auch vorstellen, mal eine Multiplayer-Partie zu machen. Mit einem Interessenten. Während wir uns über den Discord-Server über das unterhalten, was da passiert. Ja? Also gerne auch das. Gucken wir mal. Werden wir mal sehen. Aber das ist aktuell so das, was ansteht, was passiert ist und so weiter und so fort. Dementsprechend gar nicht so viel. Ich habe auch für diese Woche tatsächlich gar nicht gefragt, was ich mal gerne für euch hier so berichten kann. Denn es kam noch ein Thema auf, was mit dem letzten Stream verbunden ist. Das war von Lord Xalxox, der hat dann irgendwas geschrieben im Maltisch am Mittwoch-Thread. Ich habe es jetzt natürlich lazy, ich weiß, nicht auf, kann es nicht genau wiedergeben, aber es ging darum, dass es sich im letzten Stream im Rahmen des Ganzen, wo so eine kleine GW-Bashing-Mentalität oder vom Vibe her entwickelt hat. Und das hatte ich da schon klargestellt und dachte mir, nicht jeder guckt vielleicht in das Forum rein. Vielleicht hat auch jemand anderes diese Vibes so wahrgenommen, guckt aber meine anderen Videos. Und deshalb dachte ich mir, stelle ich das nochmal hier klar. Mir ging es nicht darum, ich habe den Chat nicht immer beachtet. Mir ging es zum Beispiel nicht darum, in so einem Video auf GW zu bashen. Es war ja das Thema mit den ständigen Content-Createn oder mit den vielen Content-Createn, die sobald die Firma ihnen etwas bewusst provokant gesagt vor die Füße wirft,
an neuem Material, zum Beispiel für die 9. Edition jetzt, sofort gefühlt 15 internationale YouTuber dazu ein Video machen und erstmal über alles über dasselbe berichten und einige davon das dann auch sehr, sehr stark mit Spekulationen spicken. Und da habe ich mich dann halt zugeäußert, dass mir persönlich das ziemlich gegen den Strich geht. Ja, zum einen ist es diese Sache, ey, wenn ich diese Infos haben möchte, warum hole ich mir sie dann nicht selbst auf der Warhammer Community Seite? Warum meinen diese Content Creator, dass sie ein spezielles Video dafür machen müssen, weil was Neues gekommen ist? Da wurde dann auch erwähnt, es geht auch ein bisschen um den Unterhaltungsfaktor. Ja, sehe ich auch. Auf der anderen Seite unterstelle ich aber auch jetzt jedem größeren Content Creator erstmal, dass er das tut, um Klicks und Likes abzugreifen und dadurch den Algorithmus zu beeinflussen. Das entzieht sich meiner wirklich logischen Wahrnehmung, warum das sein muss, denn ich vertrete den Punkt, ich gucke mir das erstmal selbst an, wenn was Neues kommt, und rede dann gegebenenfalls mit Freunden drüber, die auch in dem Hobby drin sind, oder halt nicht. Was ich aber viel weniger an dieser Art dieser Videos mag, was auch, glaube ich, das Hauptproblem für mich ist, diese Art und Weise dann zu spekulieren teilweise, die ist schon etwas, wie soll ich sagen, schwierig. Ja, ich glaube, schwierig ist ein gutes Wort dafür, denn wir leben in einer Zeit, in der irgendwie alles vernetzt ist, in der alles schnelllebig ist und immer schneller wird, in der, so wie ich es wahrnehme, viel weniger hinterfragt wird und viel mehr von dem immer schneller kommenden Content auch einfach als bare Münze genommen wird. Und ich habe schon einige Diskussionen auf verschiedenen Plattformen im Netz gesehen, wo es sehr, sehr schnell auch einfach toxisch wurde, weil Standpunkte, die man zuvor wahrscheinlich in so einem Video hat sehen können, ich habe dann nochmal nachrecherchiert, ja, hat man dann teilweise auch, weil diese Standpunkte dann einfach ungefiltert als bare Münze dargestellt dort vertreten wurden und wo sich dann auch wirklich drüber aufgeregt wurde, wenn jemand was dagegen gesagt hat. Und ich meine mit diesen Standpunkten, diese bare Münze, tatsächlich spekulative Aspekte. Und das ist, glaube ich, das, was mich daran nervt, weil die Herrschaften, die das auch draußen dann diesen Content konsumieren, das übernehmen, was dort gesagt wird und das Klima in unserer Hobbygesellschaft dadurch sonderbar wird. Ich sage jetzt nicht, es wird schlechter, das wäre direkt irgendwie so eine negative Wertung, aber sagen wir, es wird sonderbar. Es wird teilweise angespannt, wenn es um gewisse Themen geht, woraus sich dann auch so eine Mentalität, zum Beispiel eine Firma besonders für das zu, in Anführungszeichen, bashen, was sie denn da auch alles tut. Und das ist eine Sache, die gefällt mir absolut nicht. Vielleicht habe ich es im Stream einfach nicht vernünftig formuliert. Vielleicht hatten wir nicht die Zeit dazu. Aber das ist die Sache, warum ich halt gesagt habe, das ist eine Sache, die mir nicht gefällt. Und ich vertrete weiterhin den Standpunkt bezüglich, es ging ja um die Thematik, bezüglich Warhammer 40.000 der 9. Edition, dass ich in Persona, der Dizzyfinger, der hier so sitzt, erstmal darauf warte, bis ich etwas in der Hand habe, also bis ich mir das Regelbuch mal selbst angucken konnte, die kompletten Regeln dann auch miteinander verknüpfen kann, wo sich was ergibt und wo vielleicht auch noch Regeln sind, die nicht vorher vorgestellt wurden. Bevor das nicht ist, werde ich mich auch in keinem Fall in irgendeiner Art zu Regeln groß äußern, was diese Plattformen hier angeht. Ja, wie gesagt, natürlich, ich rede zum Beispiel mit dem Silent über Regeln, die da aktuell uns beide vielleicht betreffen würden.
Zum Beispiel gab es ja einmal diesen Beitrag auf der Coheimer Community-Seite bezüglich dem Astra Militarum, und da wurde dann auch darauf hingewiesen, wie Moral jetzt laufen kann, oder Teile des Moralsystems wurden schon vorgestellt. So, da haben wir natürlich drüber geredet, wie könnte sich das vielleicht auf eine Fraktion auswirken, die wir beide auch spielen dann, auf die Tyranniden. Ja? Haben die weiterhin einen Moralcheck? Müssen die, wenn sie in der Synapse sind, weiterhin keinen Moralcheck machen? Oder kriegen die irgendwelche Boni auf diesen Moralcheck, wenn sie in der Synapse sind? Oder wird dieses Instinctive Behavior, was dann ja als Regel in Kraft tritt, wenn die Synapse weg ist, wird das irgendwie nochmal überarbeitet? Natürlich. Allerdings ist das in einem geschützten Rahmen und immer mit, ja, ich weiß es ja auch nicht, was könnte ich mir aber vorstellen? So, und das würde ich aber nie hier kundtun, was ich da alles so im Kopf hatte oder was ich da für Ideen entwickelt habe. Dementsprechend, weiß ich nicht, vielleicht gehe ich mit sowas allem etwas anders um. Ich gebe zu, ich habe auch hier in diesen Videos teilweise mal so eine Sektion, oh, guck mal hier, Games Workshop schickt Bilder von neuen Modellen, lass uns die mal angucken und was finde ich daran gut oder nicht. So, diese Sachen sind aber integriert in das Video hier und ich sage dann auch immer explizit, so, pass auf, das ist meine Meinung. Und das finde ich hat eine andere Qualität. Klar, man könnte jetzt meinen, ja, der Dizzy Finger, der stellt sich jetzt über die anderen YouTuber. Aber ich finde schon, das hat eine andere Qualität als nur gezielt für diesen Beitrag, der dann von der Warhammer Community Seite ausgenommen wird, dafür gezielt ein Video zu machen, für diesen einen Beitrag darauf einzugehen und dann wild rumzuspekulieren teilweise. Das ist ja schon was anderes, als wenn ich sage, pass auf, hier, wir sehen diese neuen Bilder, diese neuen Miniaturen. Das ist ganz cool, dafür könnte ich mir vorstellen, dass man die einsetzen kann. Oder hier ist so ein Teil, das kann man bestimmt gut umbauen, etc. etc. Weiß ich nicht. Was haltet ihr davon? Wie denkt ihr darüber, wie diese Firma gerade so mit dem Rauspumpen von Informationen umgeht? Kleiner Hinweis an dieser Stelle. Ich persönlich finde es gut, dass wir nicht so im Dunkeln gelassen werden von der Firma selbst. Und wie seht ihr das mit dieser, nennen wir es mal, Berichterstattung? Vielleicht ist der Impuls bei euch ein, ja, wenn ich sehe, dass das Video sich darum handelt oder wenn das Video davon handelt, dann gucke ich mir das gar nicht an. Das ist natürlich auch ein Impuls, den man nachgehen kann, das zu schreiben. Das wäre aber nicht das, was ich lesen würde, sondern eher, wie denkt ihr darüber? Sagt ihr einfach, boah, das würde mich überhaupt nicht interessieren, whatever? Oder seid ihr vielleicht auch eher Teil der Fraktion, ja, ich kann mir dann in 5 Minuten, in 10 Minuten mal eben angucken, was Neues kommt und dann auch ein paar interessante Spekulationen. Das ist was, das habe ich gerne. Gibt es ja bestimmt auch genug Leute. Wie seht ihr das so im Allgemeinen? Dieses große Thema. Und ja, für einige Zuschauer, User versuche ich in Zukunft meine Aussagen differenzierter zu tätigen, damit wir nicht in so gefühlt eine Situation kommen, wo es sich nach Bashing, nach Firmenbashing anfühlt. Ich gebe zu, manchmal bin ich etwas impulsiv, unüberlegt bei meinen Äußerungen und da gelobe ich auf jeden Fall Besserung, dass ich da versuche, auch bei solchen Themen eben alles etwas differenzierter zu sehen und vielleicht auch bei der Ausformulierung von irgendwelchen Ansichten, die ich habe, nochmal etwas genauer Augenmerk drauf zu legen. Übrigens, das und das und das sind dann so die Punkte, deshalb, also mit Begründung und sonst sowas, dass es nicht einfach nur so dieses Gefühl vermittelt von, ja, der findet jetzt halt einfach die Firma scheiße, weil der die jetzt einfach scheiße findet, so in diese Richtung, sondern dass ihr auch wirklich erkennt, warum finde ich den Move zum Beispiel gerade nicht gut, der da vollführt wird. So, das wollte ich gesagt haben. Ja.
Dann, also alles ohne Einspieler heute, das ist alles frei raus, mal eben so gemacht. Dann habe ich eine Info gekriegt, die Würfelgötter e.V. in Gelsenkirchen. Die wollen gerne dieses Jahr am 15.08. ein Adeptus Titanicus Turnier wohl starten. Sind da in der Planung und ich soll da mit in die Orga rein, dass ich da quasi als Adeptus Titanicus Guru, wie ich da immer gerne genannt werde, mal mit berate. Ich habe schon geredet mit den entsprechenden Personen. Das Team Titanicorn wird wohl geschlossen an dem Turnier teilnehmen. Ich bin sehr gespannt, auch wie dann Turniere funktionieren unter den entsprechend aktuell notwendigen Hygienemaßnahmen. Weil, machen wir uns nichts vor, am 15.08. ist die große Bixi-Situation noch nicht aufgelöst und wir werden eben unter entsprechenden Hygienebedingungen da auch dieses Turnier dann abhalten. Und da bin ich tatsächlich gespannt. Und wenn ich mal etwas weiteres, etwas Neueres weiß dazu, gebe ich das gerne hier kund, weil Adeptus Titanicus ist Nummer 1 meiner absoluten Lieblingssysteme zurzeit und wird wahrscheinlich auch sehr lange da bleiben, wenn nicht ein ähnlich gutes Spielsystem von mir gefunden wird, was diesen Platz abläuft. Ich denke mal, Battletech wird es nicht sein. Ja, es sind auch große Roboter, die ich ja mag, wie einige User schon gesagt haben. Aber Battletech ist schon wieder für, boah, ich liebe dieses System und spiele das auch dann dementsprechend gerne oft. Dafür ist es mir, was ich bis jetzt mitgekriegt habe, zu kleinschrittig und würfelintensiv, als dass man mal, in Anführungszeichen, mal eben eine Partie spielen kann. Und das ist schon dann was Aufwendigeres. Nicht, dass es schlecht ist. Das will ich damit jetzt nicht sagen. Aber es ist halt aufwendiger zu spielen und dementsprechend auf der Rangliste nicht so hoch wie zum Beispiel Adeptus Titanicus bei mir. Aber da lasse ich mich natürlich auch noch gerne von Profis vom anderen, vom Gegenteil heißt das, nicht vom anderen, vom Gegenteil überzeugen, die mir das dann so zeigen, dass ich sagen kann, yo, stimmt. Und bei dieser Aussage habe ich natürlich nur das normale Battletech aus der neueren Startbox jetzt in Betracht gezogen und nicht gegebenenfalls sowas Auskopplungen wie Alpha Strike zum Beispiel. Denn ich weiß, Battletech gibt es sehr, sehr viele verschiedene Varianten, in denen man das spielen kann. Ich gehe jetzt nur von dem Spiel aus der Grundbox aus und nicht von anderen Varianten, die ja wohl auch, wie ich gelesen habe, etwas schneller im Spielfluss sein sollen, weil die Mechs nicht so viele verschiedene Stati haben, nicht so viele Trefferzonen, nicht so viele Sonderregeln, Hitzemanagement funktioniert anders und. Dementsprechend das bitte in Betracht ziehen. Aber darauf zurückzukommen. Adeptus Titanicus. Ich hoffe, dass wir da auch bald neues Zeug bekommen. Das sage ich ja immer wieder. Da würde mich interessieren, da könnt ihr theoretisch auch mitentscheiden, wie soll ich dort aufschlagen? Soll ich gemeinsam wie mein Team auf Seiten der Verräter kämpfen? Oder soll ich gegebenenfalls auf Seiten der Loyalisten kämpfen? Beides ist bei mir möglich. Verräter würde noch beinhalten, dass ich, glaube ich, noch 2 Warhorns für eine vernünftige Liste noch fertig machen muss. Aber das ist ja auch noch bis zum Turnier 1,5 Monate. Das ist machbar. Was meint ihr? Für den Kriegsmeister oder für den Imperator auf dem Turnier dann? Ja. Apropos Adeptus Titanicus. Gedanklich steht ja auch immer noch, dass, wenn alles sich vernünftig verhält, wir merken ja anhand der Nachrichten, dass es zum Beispiel im Kreis Gütersloh gerade echt problematisch wird wieder. Und da schwinden jetzt bei mir ein bisschen die Hoffnung, dass wir das vernünftig über die Bühne kriegen. Aber ich plane gedanklich immer noch mit einem kleinen Adeptus Titanicus
sagen wir mal, Kampagnenwochenende für eine ganz geringe Anzahl von Spielern hier bei mir im Adlernest, wo wir im besten Fall immer Teamspiele haben, dass alle beteiligt sind und auch viel aufgezeichnet wird, dass Content kommt. Und da wäre vielleicht die Frage an euch, die ihr schon oft Kampagnen geschrieben habt für Spiele, muss jetzt nicht für Adeptus Titanicus gewesen sein oder generell muss auch nicht für Warhammer-Systeme gewesen sein. Aber wenn ihr mal Kampagnen geschrieben habt, wie seid ihr damit dann umgegangen? War das einfach eine stumpfe Abfolge von Spielen und am Ende wurde ermittelt, wer hat jetzt gewonnen, wer hat verloren? Waren es eher What-If-Szenarien? Wenn jetzt, runtergebrochen auf unseren Fall, wenn jetzt zum Beispiel die Verräter gewinnen, hat das dann auch eine bestimmte Auswirkung auf das kommende Spiel danach? Gibt es Verstärkungspunkte dadurch? Darf einer der Spieler dann aussuchen, welche Aufstellung genutzt wird, weil durch den Sieg es möglich ist, dass der Feind überrannt wurde und die Nachhut des Gegners überrascht wird? Geht es danach um eine Kampfsituation, um eine Art Belagerung? Spielt man dann darum, wer Angreifer und wer Verteidiger ist? Oder. Also da würde mich tatsächlich mal interessieren, bei dem Erstellen von aufeinander aufbauenden Kampagnen, wie ihr damit bis jetzt umgegangen seid und ob ihr da ein paar Ideen habt, denn ich würde ja dann schon gerne, wenn wir das hier dann durchziehen, das Ganze mit einem narrativen Element auch verbinden, damit ihr, die Zuschauer, die sich das dann später mal angucken werden, auch nochmal ein bisschen mehr was davon haben, außer, ja, da spielen jetzt gerade halt welche gegeneinander. Da geht es nämlich dann nicht nur um die Competition bei dem Kampagnen-Ding, sondern auch wirklich um das Erlebnis. Und dann kann ich zum Beispiel schon vorneweg sagen, mir ist egal, wer gewinnt. Loyalisten oder Verräter, vollkommen egal. Beziehungsweise loyal zum Kriegsmeister oder loyal zum Imperator. Hauptsache, ist ein cooles Event, beziehungsweise ein cooles Happening und alle haben Spaß dran. Dementsprechend wäre ich natürlich dankbar, wenn ihr da irgendwelche Tipps oder Informationen für mich habt, wie ihr sowas schreibt. Dann der Hinweis auf das Community-Projekt im Discord-Server unter der Schirmherrschaft vom Belisarius. Es wurde sich ja auf eine Miniatur geeinigt, die aktuell beschaffen werden kann. Und zwar ist es ein kleiner roter Panda, es ist ein Fuchs, ich habe es schon wieder vergessen. Es könnte beides sein. Die Information dazu findet ihr auf jeden Fall im Discord-Server im Kanal des Community-Projektes. Jeder bemalt dieselbe Miniatur auf seine ganz individuelle Art und Weise mit seinem ganz individuellen Farbschema stark dokumentiert. So von wegen, ja, jetzt habe ich hier in dem Schritt trocken gebürstet, mit der und der Farbe danach gelayert, um dem und dem einen Effekt zu erzielen. Und dann können vielleicht die User auch mal untereinander noch ein bisschen was voneinander abgucken, vielleicht ein bisschen was lernen oder Techniken für sich erkennen, die sie dann auch mal ausprobieren wollen. So, und das hier ist der Griffin mit der weißen Seite. Ich überlege, ob ich an diesem Griffin noch ein wenig mit Dryad Bark ganz leicht so Kantenablatzer setze, weil das sonst vielleicht langweilig aussieht. Bevor ich das entscheide, werde ich aber den blauen Bereich auch nochmal bemalen. Je nachdem, wie hoch das geschichtet ist dann. Denn braune Kantenablatzer sehen auf blau nicht so gut aus wie auf weiß. Dementsprechend muss ich mal gucken. Aber es geht voran. Es geht voran. Danach habe ich hier noch den Shadowhawk, Awesome und den Battle Master, die hier immer schon an der Seite stehen. Und dann sind zwei Lanzen fertig. Und dann kann tatsächlich auch hier mal Battletech gespielt werden. Auch gegebenenfalls mit Kamera. Natürlich nicht dauerhaft mitlaufen, sondern das passiert jetzt. So und so viele Hexfäller sind es. Das ist der Trefferwert. Zack, trifft. Verwundet. Trifft an der folgenden Stelle für so und so viel Schaden. So halt.
dass dieses, okay, ich ermittle jetzt, wie weit ist das, was habe ich dann für eine Trefferquote, dass das alles off-cam ist, damit es auch im Video nicht so lange für euch ist. Ja, so ist der Gedanke. Und wenn die Lanzen fertig sind, dann und ich nebenbei noch ein bisschen so mal, aber wenn die Lanzen fertig sind und ich dann diese nebenbei Zeit nicht mehr brauche, kümmere ich mich um die Herrschaften hier. Das ist ein Commando und ein Catapult. Einmal der Commando für die Tantalarin Guard als Tutorial. Einmal ein Catapult für die Tyrell Terrors der Draconis Combine als Tutorial. Und einmal hier den Goff Orc als Tutorial, der auch noch aussteht. Da habe ich ja schon lange vertröstet, es gibt bald was für Rot. Hier habe ich schon lange vertröstet, es gibt bald was für Weiß, so wie ich das male oder malen kann. Und so ein Ork hier halt, da wurde ich halt gefragt wegen der Ork-Haut. Das ist auch noch alles dann als nächstes dran und in Mache. Und ich hoffe, dass ihr es mir verzeihen könnt, dass es nicht ganz so schnell geht, denn machen wir uns nichts vor. Das soll jetzt keine Ausrede sein, aber ist ja faktisch so, das Maltischer Mittwoch ist eine One-Man-Show hauptsächlich und dementsprechend braucht die Content-Kreation auch teilweise etwas länger. Weil ich das ja alles alleine mache, so vom Content. Und ich sage jetzt, ja, pass auf, ich habe eine Person, die macht Tutorials, ich habe eine Person, die macht Spielberichte mit Gästen, ich habe eine Person, die macht diese Vlog-Style-Videos und so weiter. Dementsprechend, es dauert halt und es ist ein Projekt, was ich als Hobby-Tagebuch sehe und dementsprechend ist alles in meinem, wie sagt man so schön im Neudeutschen, in meinem Pay. Wie sagt man so schön im Neudeutschen, beziehungsweise Englischen, es ist alles in meinem Pacing und wenn ich es fast fertig bekomme, freue ich mich, dass es fertig ist und dann könnt ihr euch darauf auch freuen, aber seid nicht böse, wenn Dinge dauern. Ja, das wollte ich noch gesagt haben. Und das soll es eigentlich für heute gewesen sein, denn ich habe nicht mehr ganz so viel Zeit und schicke euch jetzt ab zur Endcard. Hallo und herzlich willkommen auf der Endcard dieser etwas uninspirierten Folge. Nein, stimmt gar nicht. Ich hatte nur nicht so viel breit gefächerten Content, sondern war sehr bei mir und wollte euch mal sagen, was aktuell so bei mir gedanklich vorgeht und was aktuell auch alles geplant ist. Dafür muss natürlich auch Zeit sein. Ideen, Anregungen, Wünsche, Kritik, alles Mögliche bitte unten in die Kommentarsektion reinschreiben und dabei freundlich sein. Ein Stückchen über der Kommentarsektion findet ihr die Videobeschreibung, die könnt ihr auch aufklappen. Da findet ihr Links zu PayPal.me, danke an Tim übrigens an dieser Stelle für diese Woche. Da gibt es Links zu Facebook, zur Gefällt mir Seite, da gibt es Links in den Discord-Server. Sollte dieser Einladelink aktuell nicht mehr funktionieren, mich mal kurz anschreiben in den Kommentaren, dann werde ich den erneuern. Dann gibt es noch einen Link ins tabletopwelt.de Forum auf die Seite des Maltisch am Mittwoch, auf den Thread, der mittlerweile auch in Richtung der 1000 Forenseiten geht und sehr, sehr viele Beiträge beinhaltet von ich habe angefangen bis aktuell, könnte man sich mal durchgucken, wenn ihr Interesse habt, wie sich das Ganze so entwickelt hat. Ja, dann den habe ich am Anfang des Videos schon gesagt, da brauche ich nicht groß was zu sagen und ich freue mich auf euch, wenn wir uns das nächste Mal sehen im tabletopwelt.de Forum und über irgendetwas schreiben, wenn wir im Discord-Server über etwas reden, wenn wir in einem Livestream im Chat uns befinden oder wenn ihr mir zuschaut bei einem Spielbericht, beim Tutorial oder bei der nächsten MAM-Folge. Bis wir uns das nächste Mal sehen, habt ihr die Möglichkeit dort und dort auf Videos von vergangenen Tagen zu klicken. Da ist auch ein Video bei von Kwai Jin. An dieser Stelle übernehmen für ihn eine kleine Entschuldigung, er hat das total verbaselt. Er wollte eigentlich Sonntag ein Tutorial bringen, hat er nicht geschafft. Mal gucken, wann es das nächste gibt. Ich bin gespannt, was er da uns zur Verfügung stellt auf diesem Kanal. Danke an dieser Stelle. So, und dann würde ich sagen, ich bin raus für heute. Gehe jetzt gleich Warhammer Underworlds und Switch zocken. Danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Euer Dizzyfinger. Keep on Wargaming.